Kinderlein, was macht ihr schon wieder? Willkommen zu meinem neuen Top 10 CSGO Skins Video. Heute geht es um die Tech-Nan Skins. Tech-Nan. Ich habe hier eine Liste gemacht mit 10 Skins. Ich habe die Shader hochgestellt, damit ihr die Skins auch Shader kennt. Und es gibt diesmal sogar die Preise dazu. Wohlgemerkt aber immer nur die Factory New Preise. Kein Stat-Track. Einfach nur alles Factory New. Wir fangen bei 10 an und arbeiten uns hoch zu Platz 1, beziehungsweise runter zu Platz, auf den Platz 1 eben vor. Platz Nummer 10, die Tech-9 Bamboo Forest. Ich finde, für einen grauen Skin sieht er so edel aus schon. Also weiß, wir haben ja schon öfter festgestellt, weiße Waffen, die liegen uns einfach. Und dann ist es noch so schön gemischt mit grün. Guck mal, hier dieses Handstück, wunderschön. Griffig, grippig. Da steht Zeug drauf, das man nicht lesen kann. Hier sind 4 Kerben drin. Die ist eigentlich schon Stat-Track. Das wird halt reingekratzt, wie bei den Knives. Echt ein cooler Skin. In diesem Preissegment. Das Teil kostet nämlich lächerliche 38 Cent in Factory New. Geht, oder? Die Preise sind übrigens alle von CSGO Stash von heute. Also vom 6. Monat, den wir gerade haben. Januar. Auf Platz Nummer 9 haben wir die Tech-9 Blue Titanium. Titanium. Durch die Shader sieht die natürlich sehr, sehr edel aus. Und man erkennt auch hier, es sind gar nicht so komische Einkerbungen, also Streifen. Es sind richtige Einkerbungen, 2 Stück. Ich finde es sehr nice, wie die nach vorne hin dunkler wird und wie das eben spiegelt hier, das Licht da drauf. Sie sieht sehr einfach aus, aber es ist ja auch nur ein blauer Skin. Wie verbrannt schon durch die Hitze beim Ballern. Diese Waffe ist in FN 1,03 € wert. Auf Platz Nummer 8 haben wir die Tech-9 Toxic. Ist die nicht ultra nice? Die Totenköpfe da drauf, die Farben, die verwendet wurden, hier so ein bisschen Toxic-Zeichen, verschimmelte Leute, die zu lange in ihrem Stage gelegen haben, oder? Cool, oder? Das sind sie. Das sind sie, die Leute, die Tech-9 spielen. Ne, Quatsch. Eine extrem coole Waffe. Die kostet FN 4,31 €. Also für das Aussehen her ist der Preis völlig in Ordnung, finde ich. Dafür, dass sie nur eben blau ist, ist es, ich weiß auch nicht, der Preis ist halt irgendwie hoch. Das Aussehen macht einfach die Musik. Ich finde, dieser Skin könnte eigentlich auch, also zumindest bei den Purple Skins, rangieren. Und meinetwegen eben bei 4 Euro stehen oder bei 10 Euro. Sieht einfach cool aus, mit den Knochen auch überall eingespielt. Was steht hier drauf? Poesie? Sposie oder so? Schick. Die nächste Waffe ist die Tech-9 Isaac. Oh. Rot und schwarz, beziehungsweise rot und dunkelgrau. Wallin, ich glaube, diese Waffe würde dir sehr gefallen, oder? Mir gefällt es auch sehr, sehr gut. Zumal es nach wie vor, ich glaube, es war aber bis jetzt bei jeder, hier vorne eben ganz schwarz wird. Das sieht echt cool aus. Und dann eben diese Zeichen da drauf, diese Pfeile. Hier kommt das Magazin rein. Blablablub. Hier kann man rumdrücken. Da, blablablab und sowas. Das Teil kostet 2,64 €. Infectory New. Auf Platz Nummer 6 haben wir die Tech-9 Ice Cap. Die sieht einfach frisch und edel aus. Besprenkelt. So eine habe ich auch vor kurzem rausgehauen. Die Ice Cap ist schon echt eine schicke Waffe. Ich könnte mir vorstellen, die auch mit Stat-Track natürlich privat zu spielen. Ich habe ja gerade die Sandstorm. Die ist gerade nicht in meinem Ranking drin, weil die an sich jetzt nicht so... Also mir gefällt sie nicht so gut. Und ich sehe gerade, dass sie gehört zu der Waffe dazu. Wahrscheinlich eben Herstellungswurst. In Factory New gibt es diese Waffe für 27 Cent. Auf dem nächsten Platz haben wir die Tech-9 Nuclear Threat. Grün ist meine Lieblingsfarbe und dann noch dieses ultra leuchtende, fast schon luminisierende Zeichen. Ja, atomar verseucht, obacht. Die schwarzen Streifen sehen auch cool aus, als wenn sie auf einem Grill gelegen hätte oder sowas. Beziehungsweise eben die Hitze der nuklearen Verwüstung, das da reingefackelt hat. Guck mal, hinten ist noch was drauf gesprüht. Dadurch, dass sie zu so einem bestimmten Wurstpaket zählt, kostet sie gerade ausschließlich in Factory New 357,77 €. Das ist auf jeden Fall ein Wort, das ist Wahnsinn. Ich denke, es gibt keinen Menschen, der sich diese Waffe kauft für diesen Preis. Zumal der Skin jetzt nicht so ultra nice ist. Er ist schon irgendwie cool. Aber wenn ich mich schon in diesem hohen Preissegment aufhalte, würde ich sogar Skins nehmen, die ich eben schon genannt habe. In diesem Preissegment, wenn man dann abwägen müsste. Zum Beispiel die Toxic eben, die ja eigentlich nur 4,31 € wert ist. Für die würde ich eher 350 oder 360 Euro bezahlen, wie für diese hier. Wobei ich an und für sich natürlich nie im Leben so viel Geld zahlen würde für einen Skin. Aber ihr wisst, wie ich es meine. Kommen wir nun zu meinem 4. Platz, die Tech-9 Jambia. Wie wird das ausgesprochen? Jambia. Die Musterung ist natürlich ultra, ne? Hinten auch mit diesem Bock oder was es sein soll da drauf. Die perfekte Bockwaffe. Die sieht einfach edel aus. Erinnert auch so ein bisschen, finde ich, an die Kartell. Also hier oben mit diesem goldenen Kram. Naja, schon schick, ne? Schon schick. An der Stelle, Leute, wie immer das Video anhalten. Und jetzt ratet mal, welche Waffe auf meinem 3. Platz ist, auf meinem 2. und auf meinem 1. Aber nicht Schmue, gell, Leute? Ich hatte das Gefühl, manche von euch gucken sich das Video zu Ende und schreiben das dann erst nein. Büchse. Ich bin gespannt, was ihr so rausbekommt. Dieser Skin ist übrigens 35 Cent wert. Und ihr könnt natürlich auch gerne wieder eure Liste zum Guten geben. Eure Top 5, eure Top 10, eure Top 3 Tech-9 Skins. Und natürlich könnt ihr auch gerne sagen, wie ihr meine Liste so findet. Ob ihr mir dazu stimmen würdet, bei Pflichten und so weiter. 3. Platz. Da findet sich die Tech-9 Fuel Injector. Das hier hinten erinnert mich immer so krass an Fallout, wenn sie gleich wieder zurückdreht. Auch diese Schrift. Also ich finde, das hat voll Fallout-mäßig irgendwie, ist so ein Abklatsch. Das hier unten ist wiederum so Steampunk, so ein bisschen. Aber das hier hinten, dieses, das scheint wie aus einer Vault irgend so ein Licht oder irgendwas, was in den Gängen ist zu sein. Und das sieht halt einfach, das sieht einfach Fallout-mäßig aus hier, das Gelbe. Das ist sau cool. Ein sehr schöner Skin. Da hat sich jemand wirklich Mühe gegeben beim Erstellen dieses Skins.
Schick, schick. Der Preis liegt bei 9,27 €. Auf meinem zweiten Platz, wer hätte nicht damit gerechnet, liegt die Re-Entry Tag. Ich habe die ja schon im Giveaway ein paar Mal rausgehauen und ja, die Flammen, die blauen Dinger hinten, es ist einfach ein geiler Skin. Schade, dass der nicht ganz durchgeht, also über die ganze Waffe drüber. Auch nach Uni, weißt. Aber naja, der Gaben kann dann nicht alles machen, weißt. Knives und Re-Entries, die über die ganze Waffe drüber gehen, schwierig. Diese Waffe ist 1,12 € wert. Und auf meinem Platz Nummer 1 haben wir die Tech 9 Avalanche. Avatar. Die sieht so nice aus. Die ist so eine Fortführung der Tech 9 Ice Cap. Was mir so gut an der Ice Cap gefällt. Dieses blau-weiße, dieses frische Design, das hier dann sogar runtergeführt wird. Auch so ein bisschen hier über die restliche Waffe. Dann ist das Griffstück nochmal so ein bisschen gesondert, angemalt, texturiert. Einfach ein edler Skin. Gut, da ist jetzt so ein Sticker drauf. Auf den wollen wir uns jetzt mal nicht fokussieren. Mein Skin Nummer 1. Der ist übrigens 3,87 € wert. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt bei Tocolino. Gebt hier am besten mal einen Daumen nach oben. Ich denke, das wird... Mach das lieber mal, einen Daumen nach oben. Das ist einfach gesundheitlich der Vorteil, den man gerade 2017 dann eben zieht aus der ganzen Dose. Dankeschön!